Hallo ihr lieben Duftis, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich zwei Pakete erhalten. Einmal von der Doris Wohlfühlmomente und dann noch einmal von Notino. Und die zwei Pakete wollte ich mit euch zusammen auspacken und durchschnuppern. Da fange ich auch gleich mit der Doris an. Ist hier dieses schöne kleine Päckchen. Einmal Verpackungsmaterial. Ich denke, das sind die Goodies drin. Das schauen wir aber nachher zusammen. Dann einmal habe ich bekommen Blackberry Sun. Das hat mir so gut gefallen, die Form von dem Melt. Da habe ich mir echt gedacht, den hole ich mir auch. Ja, das ist ein süßer, bärtiger Duft. Aber nicht stechend, angenehm süßer, bärtiger Duft ist es. Leicht Kirsche. Na? Aber wenn ich mehr daran rieche, kommt mir auch leichte Marzipannote durch. Ganz leicht, ganz, ganz leicht. Vielleicht täuscht es auch mich. Ja, so süße Kirsch. Vielleicht ist das auch durch die Süße, was da durchkommt. Aber ganz tolles Smell durch das. Mega. Blackberry Sun. Aber es gefällt mir sehr. Nochmal eins. Dann habe ich Laguna Verde. Das sind die kleinen Schildkröten, was die Doris diesmal gegossen hat. Das ist doch mega süß, oder? Da kann uns die Doris immer wieder überraschen mit ihren tollen, tollen Förmchen. Wahnsinn. Ah, das ist ein frischer Duft. Oh ja, das ist ein frischer Meeresduft. Oh, gefällt mir. Werde ich im Sommer verdüfteln. Oder in heißeren Tagen. Heute regnet es allerdings bei uns. Habe ich auch dementsprechenden Guss an. Ja, den werde ich. Das ist ein frischer Duft. Aber kein stechender. Ganz angenehmer frischer Duft. So Meeresduft. Aber sehr schön, oder? Sehr toll gemacht. Laguna Verde. Dann habe ich noch Bella Vita. Das ist Herzchen. Ja, das ist leicht parfümig, blumiger Duft für meine Nase. Ja. Werde ich bald verdüften. Das ist ein blumig, leicht parfümiger Duft für mich, für meine Nase. Da ist auch gewisse Süße mit drin. Also blumige, süße, leicht parfümige Duft. Genau mein Beutelschema. Ist auch eine süße Tat. Genau. Dann habe ich nochmal ein tolles Tat. Dancing Waiters. Ist der hier? Ist doch auch toll. Zweifarbig gegossen. Dancing Waiters. Oh ja, das ist auch sehr frischer Duft, aber stärker definitiv als der hier. Mhm. Also der ist der stärkere Duft, aber mir gefällt der. Werde ich auf jeden Fall auch in heißeren Tagen verdüfteln. Ja.
ist der frische Duft. Kann man auch im Bad anmachen. Oder auch so. Dann habe ich noch ganz süßes Melk. Perspect Fons Kiss. Hoffentlich spreche ich es gut aus oder richtig aus. Ist doch voll süß, oder? Oh, das ist ein Parfümduft für mich. Ganz toller. Das ist tolles Melt von der Doris gemacht. Also super. Ist für mich ein leicht parfümiger, blumiger Duft. Aber ich kann euch jetzt leider nicht sagen, nach welcher Blume. Die Parfümdüfte kann ich echt, ich kann einzeln nicht sagen, was da alles drin ist, die für mich parfümig sind. Toll. Also der blumig-parfümige Düfte mag den, also der riecht anders wie der hier. Den riecht man die Blume mehr raus, aber da ist es wirklich ganz toll. Ganz leichte blumige, also ganz tolle blumige Parfümduft. Also den werde ich bald verdüfteln, der wird bei mir nicht alt. Dann habe ich Barbershop. Das ist einmal der hier. Diesen Öl habe ich allerdings auch, habe ich den auch vielleicht in mein Hexenküche-Video gedreht. Riecht, naja, nicht ganz ähnlich, also der riecht leicht süßlicher Aftershave-Duft, aber ganz leicht, das ist ein leichter süßlicher Aftershave-Duft. Fällt mir aber auf. Mein vorletzter bestellte Mel. Dann habe ich einmal Cameo. Oh, das ist eine ganz angenehme, cremige, so kräuterliche Cremeduft. Gefällt mir sehr. So kräuterliche, ob man sich mit Geruch von Kräutern frisch gecremt hätte. So riecht er. Gefällt mir. Auch tolles Melt, finde ich. Gefällt mir sehr. Wirklich. Also kräuterliche Creme duftet das für mich. Duftet für mich mega. Dann habe ich jetzt auch ein Sun Kissed Skin. So einmal eine Tafel. Ist auch eine tolle Tafel. Also nach meinem ersten Schnuppern riecht für mich ein Vanillepudding rüber. Ja, der riecht für mich wie ein Vanillepudding. Gefällt mir aber. Wie 1:1 eine Vanillepudding für mich. Toll. Auch tolle Duft und ein toller Tafel, finde ich. Und Farbe passend, genau zu dem Duft. Ein Vanillepudding-Duft, für mich ein richtiger. Könnte man wirklich, auch vielleicht in der Richtung weiße Schokolade, aber da rieche ich auch einen Tick Vanille raus, also für mich ja, Vanillepudding. Toll. Ein sehr tolles. Der nach die Vanillendüfte mögen oder Puddingdüfte, aber leicht, der ist wirklich ganz toll.
Und dann hat sie mir noch die drei Goodies mit eingepackt, die ich jetzt mit euch kurz düfteln werde. Das sind definitiv, das ist einmal der Marshmallow hier, Pink Camp Marshmallow. Oh, dieser Marshmallow-Duft gefällt mir. Das wäre für mich ein Nachkaufkandidat. Was ist denn da noch? Pink Camp Marshmallow. Kann sein, dass da noch Erdbeeren drin sind? Erdbeeren, Himbeeren? Also riecht echt. Sehr toll. Ich rieche hinter den Marshmallow auch Erdbeeren, Himbeeren raus. Ich weiß nicht, ob das eine Blume ist. Also ganz toller Duft, gefällt mir. Musste ich mal warm testen. So, dann habe ich einmal den Apfelmango Lassie. Ein kleines Herz. Da rieche ich definitiv Mango mehr raus. Ich liebe Mangodüfte. Ja, das ist aber leichter so Kaugummiduft. Gefällt mir sehr. So leicht süßlicher Mango-Kaugummiduft. Gefällt mir sehr. Muss ich ehrlich zugeben. Muss ich auch warm testen. Da habe ich noch Mango-Papaya-Maraouya. Auch so kleines Herzchen. Da rieche ich auch Papaya mit raus. Also bei dem habe ich das Apfel, ehrlich gesagt, jetzt nicht rausgerochen, bin ganz ehrlich. Aber da rieche ich also den Papaya und den Mango. Ja, gefällt mir auch sehr. Gefällt mir auch sehr. Riecht toll. Werde ich auch testen. Dann kommen wir jetzt bei der Doris zu den Goodie-Päckchen, da hat sie mir einmal die zwei Sachen mit drin. Habe ich auch ein Noctilo-Paket erhalten. Den packe ich jetzt aber auch mit euch aus. Da habe ich einmal, was ich schon lange mal probieren wollte, von Kringelkernel, Kaschmir und Cocoa. Da ich ja Kaschmir-Düfte mega mag. Und viele von euch oder viele von denen geschwärmt haben, habe ich mir gedacht, den tue ich jetzt auch mal probieren. Oh ja, ganz tolle Kaschmirduft. Kaschmirduft, gemütlich, leicht süß. Tolles Duft. Der gefällt mir. Der wäre für mich ein Glaskandidat. Das ist echt. Aber ich habe mir schon gedacht, dass mir der gefällt. Weil ich liebe Kaschmirdüfte, aber der ist echt toll. Gleich nochmal schnuppern. Ja, ganz gemütlich. Da ist auch ein Vanilleanteil mit drin, süßlicher. Ganz toll. Ja. Da habe ich noch zwei Hauswürmer bestellt. Den habe ich allerdings blind bestellt, da mir der Label von dem super mega gefallen hat. Ja, muss man rausreißen. Ist zwar nicht der passende Saison dafür von Country Candle. Ist doch mega süß, oder? Wintersnap. Da rieche ich mal gleich daran. Oh. Das ist für mich, obwohl der ein bisschen noch kalt ist, da rieche ich wirklich auch diesen gemütlichen Kaschmir-Vanille-Duft raus. Ganz ehrlich, ein ganz gemütlicher. Ich weiß nicht, wie der sich warm entwickeln wird. Vielleicht probiere ich den, wenn es so kühl bleibt noch bei uns
weiter regnet, würde ich den mal zum Probieren einmal unter dem Warmer stellen. Das ist für mich auch eine ganz gemütliche Kaschmirduft. Ich hätte jetzt vielleicht da erwartet, dass da jetzt vielleicht eine Pfefferminz, Eukalyptusduft oder Zedernduft rauskommt, aber überhaupt nicht. Das ist eine ganz gemütliche Kaschmirduft. Super. Ich bereue es nicht, dass ich den blind bestellt habe jetzt. Und vor allem für den Label. Ich habe ja zwei Chihuahuas. Ich liebe Tiere, Hunde. Da habe ich mir gedacht, komm, den hole ich jetzt auch. Und dann mein letzter Hausnummer von Notino. Gut, dass die bei mir toi 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 heile angekommen sind, die Hauswürmer. Weil was ich auf Facebook habe ich gesehen, dass manche die kaputt bekommen haben oder kaputt gingen. Meine sind heil geblieben, Gott sei Dank. Ja, das ist einmal der hier. Viele werden sich diesen Duft kennen. Autumnium Pearl von Yankee Candle. Das ist eine. Davon hatte ich kein Hauswurmer, hatte ich nur zwei, drei Mails oder Tarts bekommen. Und letzte Tarte hatte ich von der Kira bekommen. Da habe ich mir gedacht, jetzt holst du endlich von dem den Hauswurmer. Das ist für mich ganz, ganz edler, parfümiger Duft. Das ist ein Duft für mich. Den kann ich wirklich durchdüfteln, sei es im Frühling, Winter, Sommer. Könnte ich, also den kann ich immer anhaben. Ich liebe ja parfümige Düfte, sei es feminin, maskulin oder fruchtig, blumig, ja, also alles, was mit Parfüm zu tun hat, das ist mein Duft. Mal schauen. Ich denke, ja. Dass der warm dann natürlich jetzt, weil der kalt ist, duftet der nicht so stark, aber ich kenne den ja warm, der wird dann warm stärker rausriechen. Das war dann mein letzter Hauswurmer für heute. Ich hoffe, meine Lieben, mein Video hat euch gefallen. Das war meine Bestellung, die ich jetzt heute bekommen habe, die ich mit euch auspacken wollte. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Dann würde ich mich jetzt verabschieden. Dann sehen wir uns ja bei meinem nächsten Video nochmal. Und die Doris hat echt tolle Düfte gezaubert. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.